Ah, nicht gut. Nicht gut. Die anderen Schlachten müsste ich jetzt unbedingt schaffen. Aber ich weiß ja, wie ich das schaffen soll. Da ist nur der Hexenkönig drin und das war's. Ziehe ich mich zurück. Das hat keinen Wert. Aber die Ettenöden, die muss ich verteidigen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann schaut's böse aus. Dann schaut's echt, echt böse aus. Also die sind eigentlich schon sehr wichtig, dass ich die verteidige. Okay, also dann. Sofort ausbilden. Bauen wir die jetzt mal zuerst. Ja, ich habe ein Land verloren. Das merkt man sofort, wenn man Ländereien verliert. Das merkt man einfach. Da fehlen einem dann die Kommandeurspunkte. Die Dingsbumspunkte. Gasthaus. Sofort vernichten. Aber sofort. Ausgesprochen wichtig. Gut, das wird gebaut. Das ist schon mal nicht schlecht. Da hat es ein Leuchtfeuer, das sollte ich mir auch holen. So. Ja, und schon ist der Feind. Ach komm, ist doch euer Ernst. Da muss ich halt gleich einen Turm bauen, ne? Dann nehmen wir das jetzt ein. Wir sind hier fertig. Zurück an die Arbeit. Des Königs ist geöffnet. Ihr wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden. Oh, voll verpasst, weil er auf einmal Geschwindigkeit zulegt. Wie fies. Wie unglaublich fies. Ja gut, okay. Okay. So, können wir da überrennen? Macht's mal. Das hat halt null Schaden gemacht. Krass. Krass, krass, krass. Aber die Bogenschützen sind schon sehr stark hier. Bauen wir mal wieder Dings auf. Ich muss halt schauen, dass ich hier jetzt wirklich eine starke Armee baue. Also wirklich eine starke Armee mit Upgrades und allem drum und dran. Ansonsten wird es langsam sehr knapp. Unser neues Gebäude ist fertig. Zurück an die Arbeit. Arbeitet, oder ihr werdet geknallt. Ich selber. Der Feind ist nicht weit. Die Halle des Königs ist größer denn je. Der Pferch ist tiefer. So. Wirklich sind die Eisenkronen. Wo sind die Bogenschützen? Unser neues Gebäude ist bereit. Arbeitet für die Eisenkrone. Die habe ich verloren. Ja, schau weiterlaufen. Ich will das Leuchtfeuer. Das könntest du zerstören. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Wir dienen der Eisenkrone. Weil das gibt Geld. Oh nein. Unsere Armee kann nicht wachsen. Unsere Mühlen werden angegriffen. Ja, gut, der eine Bogen, der eine Schwertkämpfer ist es nicht so schlimm. Waldläufer bereit. Wir sind die Augen. Jetzt gehört das Gebäude und. Ich bild halt jetzt wirklich einfach nur aus, was geht, ne? Wir warten auf die Schlacht. Macht sie nieder. Aber das geht. Das Gebäude ist fertig. Zurück an die Arbeit! Die Truppen werden angegriffen! Also es müsste gehen. So, hier kriege ich Geld, weil sie angreifen. Das ist auch sehr schön. Fürchtet die Eisen, marschieren zum Sieg!
Wir sind unterwegs. Wir sind kampfbereit. Sie werden nichts merken. Marschiert! Weiß halt nicht, wo er hin will. Ne? Weile los! Mein Gast aus dem Schlacht! Wir nehmen unsere Gebäude! Oder ihr habt jetzt Zeit an die Arbeit, oder ich werfe euch den Golden vor! Ich höre! Uns gehen die Rohstoffe aus! Naja, das sehen wir jetzt mal. Ihr fällt sie mit Eis! Mit Eis! Von wo? Von da? Ah ja, guck an. Wir sind hier fertig. Unser neues Gebäude ist bereit. Weiter zum Sieg! Der Feind greift unsere Truppen an. Macht euch bereit zu bauen. Lasst die Trolle nicht sehen, dass ihr herumsteht. Hier. Sie sind der Eisbier für die Eiskrone. Und dann schauen wir da mal. Fürchtet die Eisbier. Greifen unsere Mühlen an. Marschieren zum Sieg. Feuer frei! Also mit Upgrades, glaube ich, wird das hier nix. Das ist schon knackelig schwer. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich es doch noch hin, weil ich schon einiges an Mühlen habe hier. Könnte klappen, aber... Vielleicht hätte ich in der letzten Map mich in die Mitte einbunkern sollen, damit ich immer die beiden Vorposten habe. Weiß nicht, wie das zum Verteidigen gewesen wäre, aber zumindest hätte ich vielleicht konstanter mehr Geld von den Vorposten ziehen können. Das habe ich nicht nachgedacht. Ich glaube, das wäre eine ziemlich smarte Entscheidung gewesen. So, jetzt machen wir den da und den da. Und den da. Und ach du Kacke. Aha, Hobbits. Hört man schon wieder, wie sie rumschreien. Oh, ein Frodo. Jetzt wäre echt krass, wenn Frodo wirklich den Ring droppen würde. Wenn er stirbt. Ich glaube, dann täte niemand Frodo rufen. Also die Hobbits. Wahrscheinlich haben sie es auch deswegen nicht gemacht. Nee, ich glaube, das schaut ganz gut aus. Dann bauen wir jetzt hier eine Dunkelstahlschmiede. Also nicht hier, weil der Baumeister jetzt gestorben ist, aber irgendwo anders. Irgendwann mal, maybe, vielleicht ist der. Ja. So, das sieht doch okay aus. Nicht super, aber okay. Ich kann auf jeden Fall eine Menge Schaden machen. Oh ne, 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 macht's das mal so. Die müsste ich eigentlich beschützen, die Bogenschützen. Die sind wichtig. Gibt's jetzt hier irgendwo einen Turm, ja? Dann baller mal die da rein. Sehr schön. Dann können wir die jetzt erweitern. Und dann Upgrades bauen. Falls wir dazu kommen und der Gegner nicht sagt, okay, der hat noch nicht, die haben aber. Ja, gut, gibt auf, ist in Ordnung. Also ich habe verteidigt, aber naja. Ja, dann gib auch endlich auf und stirb, so, danke. Nachher tötet er mir noch die ganzen Trolle. Ich habe jetzt ein paar Trolle Stufe 2, ein paar Bogenschützen Stufe 2 ist nicht schlecht, aber gut, das ist auch eine 1,7, ja, geht so. Alter, das bleibt nochmal richtig spannend. Weil die rotieren jetzt oben rum rein. Ich gehe unten rum durch. Ja, muss ja dahin, ne? Ja gut, ich hätte auch dahin. Ist egal. Aber was ich machen werde, ist, ich werde mit einer Truppe, und das wird Walder sein, mit Walder werde ich nach unten rotieren. Ich werde mir... Wisst ihr, was ich jetzt mache?
Ich gehe jetzt Richtung hier, Helmsklamm, Zeugs, nimm die ganzen guten Festungen ein, die man dann noch leicht halten kann. Weil ich will das wirklich nicht verlieren hier. Und dann schauen wir mal, ob das was bringt, ob das funktioniert oder nicht. So, der Hexenkönig geht dahin, der geht dahin, der geht dahin. Die gehen nach oben. Okay. Rogasch bleibt, wo er ist. Ach du Kacke. Also zwei riesen Schlachten, die wir hier schlagen müssen. Ich weiß noch gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Da hat es Zwerge, Elben, Mordor, Orks. Und hier hat es Elben, Menschen, Zwerge. Ne, Zwerge nicht. Mordor, noch mehr Menschen. Ach du große Güte. Probieren wir das hier. Vielleicht habe ich Glück und ich kann den Gegner direkt von Anfang an besiegen. Das wäre so hilfreich. Ansonsten weiß ich nicht, weil da sind so viele Helden dabei. Und er wird mich komplett überschwemmen, ne? Komplett. Das Schöne ist halt, wenn ich zum Beispiel Helmsklamm einnehmen sollte, dann und da eine gute Truppe habe, dann kann ich das relativ leicht verteidigen. So, dann habe ich da kein Problem. Ach du Kacke, das ist so ein schlechtes Positioning am Anfang. Gut, ich weiß, hier hat es einen Vorposten, also werde ich da hingehen. Probieren wir es mal so. Okay. Also, der nimmt es ein. Der Rest geht in die Mitte. Und... Ach, da unten hat es einen Troll. Ja, lustig. Da oben sind die Gegner. Da schaut's an. Ich gehe jetzt da hoch. Weil... Ich muss ja irgendwie irgendwas vernichten. So, hoffentlich treffen die. Nett! So, dann steigst ab vom Pferd. Oh oh. Was, wo, Baumeister? Ach, verflucht, jetzt brauche ich eine Festung. Oh Mann. Halt, 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 halt. Die Festung baue ich direkt hier. Direkt. Hallo? Hallo? Das Ende des Westens ist nah. Das Blutvergießen hat begonnen. Das ist jetzt natürlich extrem blöd, dass da ein Nazgul ist und ich meine Bogenschützen verloren habe. Ja. Der Feind hat unser Lager erreicht. Zurück an die Arbeit. GG, verloren. Irgendwas hat meine Festung vernichtet. Ja, krass. Irgendwas hat meine Festung vernichtet. Stark. Well played. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber okay, es bleibt so spannend. Ich kann diese Armeen nicht aufhalten. Und der rennt mich tot. Er rennt mich einfach tot, der Gegner. Also das, Angmar hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Angmar wäre übelst OP. Aber anscheinend habe ich es null drauf mit diesem Volk. Die machen das extrem gut, meine Gegner. Extremst gut. Das ist schon richtig knackig. Krass. Arbeitet oder ihr werdet geknechtet. An die Arbeit oder ich werfe euch den Wölfen vor. Dort kann ich nichts fahren. Ja, die Map gefällt mir halt auch gar nicht. Wir sind unterwegs. Ich diene Eisenkrone. Ich war hier. So, Rogasch dahin. Hat's hier nicht. Haha! Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Geht nur der Troll? Okay, Halbriesen gehen nicht.
Nee. Nee. Ja, vergiss das. Wie soll ich denn da hier irgendwas hinkriegen, Jungs? Ich habe ja jetzt schon keine Truppen mehr. Der spawnt halt direkt neben mir und tötet alles. Wie wär's, wenn du dir noch ein Level abholst, bevor du stirbst? Nee, das ist... Vergiss es, keine Chance. Keine Chance. Das macht null Sinn. Schaut sich mal die Minimap an. Keine Chance. Der überrennt mich ohne Gnade. Spannend. Richtig. Also der Ringkrieg, ich finde der spannend. So. Dann speichern wir jetzt nochmal kurz.